Hallo. Es seien zwei Kugeln, K1 und K2, gegeben, deren Radien sich um den Faktor k unterscheiden. Um welchen Faktor unterscheiden sich dann die Volumina der Kugeln? Um uns Klarheit über die Lage zu verschaffen, können wir zunächst genauer sagen, was mit dem Ausdruck unterscheiden sich um den Faktor k gemeint sein soll. Diese Formulierung bedeutet, dass der eine Radius k mal so groß ist wie der andere. Wer der eine und wer der andere ist, ist dabei egal. Deshalb können wir einfach festlegen, R1 gleich k mal R2. Wenn wir für K2 einsetzen, sieht unsere Festlegung so. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com